sehr verehrten Konzertbesucher, liebe Freunde des Quartettvereins Köln-Ulbrich. Zu unserem heutigen Chorkonzert aus Anlass des 110-jährigen Bestehens darf ich Sie im Namen des Quartettvereins und meiner Sangesbrüder ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich die anwesenden Ehrengäste, die Ehrenmitglieder und Förderer des Vereins und vor allen Dingen die Damen der aktiven Sänger, deren Unterstützung in der Vorbereitungszeit zu diesem Konzert besonders gefragt war. Ganz besonders danken möchten wir unserem Herrn Pastor Gordon Schmitz, der wegen anderer Verpflichtungen heute leider nicht an unserem Konzert teilnehmen kann, uns aber diese St. Bernhard-Kirche als Konzertsaal zur Verfügung gestellt hat und unseren Zwängen bezüglich der Durchführungszeiten sehr entgegengekommen ist. Wir begrüßen nach überstandener Knieoperation, die wir auch noch nicht ganz erhoben, bei der Sängerschar, so doch dort vorne als Zuhörer, den ersten Vorsitzenden des Quartettvereins, Johann Schumacher. Also, was uns wichtig war, als Ortsverein mit unserer Veranstaltung im Ortskern Longrich geblieben. St. Bernhard hier hat gegenüber St. Dionysius in Alt-Longrich, wo bisher unsere Konzerte stattgefunden haben, den Vorteil, dass sie ohne Stützpfeiler gebaut ist und somit von allen Plätzen freie Sicht auf die Mitwirkenden bietet. Außerdem können wir durch das größere Platzangebot mehr Musikliebhaber die Teilnahme am Konzert ermöglichen. Damit sind wir beim Konzert, mit dem wir Ihnen eine bunte Melodienfolge aus Operette, Oper, Musical und Folklore anbieten möchten und das große und weit gefächerte Repertoire des Chores darstellen möchten. Titel und Reihenfolge der Darbietung entnehmen Sie bitte den Programmfall. Wenn ich eben Chor sagte, so würden Sie, die ja zum großen Teil langjährige Besucher des Konzertes sind, bereits festgestellt haben, dass wir heute mit rund 60 Sängern auf der Bühne stehen, also fast doppelt so viel, wie das bei früheren Konzerten der Fall war. Dies ist leider keine wundersame Sängervermehrung beim Quartettverein, sondern kommt daher, dass wir seit einiger Zeit bei Konzerten andere Auftritte in größeren Räumlichkeiten in unserem Sangsverein von Männern, Gesangverein Cecilia bei der Volkhof, eine Singgemeinschaft bilden. Und so durch den größeren Klangkörper unseren Zuhörern ein größeres und hoffentlich auch besseres Musikvolumen bieten können. Wir haben dadurch jedenfalls mehr Freude am Singen und am öffentlichen Auftritt und verantwortlich dafür ist genauso wie für die musikalische Gestaltung, Durchführung und Gesamtleitung des heutigen Abends unserer gemeinsamen Chorleiter Hans-Jörg Hammer. Der Chor hat das Programm zu unserem Jubelfest angemessen bereits in dem Chorsatz festliche Klänge aus Georg Friedrich Händels Wassermusik eröffnet. Dabei haben uns begleitet und werden uns und die Solisten durch den heutigen Abend begleiten unser langjähriger Freund, Konzertpianist Michael Allen, Sänger Keyboard, Hans-Jörg Hammer ist es gelungen, neben Gary Bennett,
der in einigen unserer Konzerte ja bereits mitgewirkt hat, auch dessen Tenorkollegen Wilhelm Markus Ungarn und Thomas Reul nach Neumarkt zurück. Für uns und für Sie sicherlich auch ein musikalischer Höhepunkt, die Platin-Tenöre live in Neumarkt. Hier sind Gary Bennett, Wilhelm und Thomas Reul. Thank you.
Wir machen schon, die Haken nicht.